zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich mir mit euch zusammen meinen Einkauf bei Asam Beauty angucken. Und wenn ihr wissen wollt, was ich gekauft habe, dann bleibt doch dran. Ja, wie gesagt, ich habe mir ein paar kleinere Dinge bei Asam gekauft und ja, es gab halt Prozente und da dachte ich, ich probiere noch mal ein paar Sachen aus, denn grundsätzlich finde ich die Sachen von Asam ganz gut. Ich hatte zwar schon mal die ein oder andere Creme, die mir nicht ganz so gut gefallen hat, aber das ist ja immer abhängig von der Haut. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich so gekauft habe. So, in meinem Paket war auf jeden Fall hier so ein Tütchen drin von Asam. So ein Geschenktütchen, das kann man ja jetzt ganz gut brauchen. Oder auch hier für Geburtstag oder so, finde ich sowas praktisch. Dann gab es hier noch so ein Pröbchen von Aqua Intense Huile Supreme Hyaluron Cream. Und ja, die hatte ich glaube ich schon mal. Die fand ich ganz gut, deswegen nicht verkehrt, dass ein Pröbchen dabei ist. Ich muss immer mal so ein bisschen zur Seite greifen, weil da stehen die Sachen. Habe ich mir etwas gekauft, da habe ich jetzt die ganze Zeit schon überlegt, ob ich es mir holen soll. Hier die beiden Sachen. Und zwar das eine ist das Mint and Ice Body Gel von Bath Body. Und das fand ich total cool, weil das wie gesagt nach Minze und Eis riecht. Und das fand ich irgendwie super interessant. Also die Farbe ist ja sowieso absolut meins. Und da habe ich dann passend dazu natürlich das Peeling geholt. So, ich kann das jetzt leider nicht aufmachen, weil das noch zu ist und ich im Moment ein Peeling von Asam offen habe und ich das nicht noch zusätzlich aufmachen will. Aber ja, mir hat die Farbe gut gefallen und auch so von der Duftrichtung dachte ich, gefällt mir das bestimmt. Deswegen ist das mit zu mir gewandert. Dann habe ich mir etwas geholt, das habe ich euch ja eben schon gezeigt, dieses kleine Kartönchen. Das finde ich auch super süß, weil es hier ne, so mit einem Magnetverschluss. Und dann steht hier oben, du bist schön. Das finde ich auch super süß. So, dann ist hier etwas Gelbes drin. Und zwar, ihr wisst das ja, Vitamin C finde ich total super. Und es gibt hier von Asam auch so eine Vitamin C Glow Reihe. Und das hier wäre dann die Feuchtigkeitscreme davon in 50 ml. Da bin ich super gespannt. Ich benutze im Moment von Asam die Pure Vitamins heißt die, glaube ich. Und ja, die ist leider nicht ganz meins, weil die ist mir ja nicht reichhaltig genug. Ja, dann packen wir die mal aus. Ich bin mal gespannt, wie die riecht. Oh, die sieht auf jeden Fall mal ziemlich schön aus. Also die werde ich auf jeden Fall jetzt auch direkt mal bei mir oben ins Bad reinstellen und die mal benutzen. Weil die andere, die reicht mir einfach nicht. Ich im Moment. Also auftragen lässt sie sich auf jeden Fall mal ziemlich angenehm. Und der Geruch ist auch super, super, super dezent. Also für Leute, die Geruch nicht so gerne mögen oder Duft aus so Sachen finden. Also ich finde es sehr dezent und es fühlt sich aber echt super angenehm an. Also bin ich echt gespannt, wie die so ist. Weil Feuchtigkeitscreme ist bei meiner Haut auf jeden Fall super gut. Also merkt man jetzt auch, die saugt das direkt auf. Das wird in meinem Gesicht genauso sein. Ja, und dann habe ich natürlich dazu nochmal aus der Vitamin C Reihe Intense, nämlich 10% Vitamin C Serum. Ihr wisst ja, Serien mag ich sehr gerne. Vitamin C ist bei mir auch immer super. Deswegen habe ich mir das auch in einem mitgenommen. Ja, auch wieder gelb, so wie das andere. Und das sind jetzt ja auch 50 ml. Ja, der Duft ist derselbe. Oh, also auf jeden Fall super. Feuchtigkeit und echt super angenehm. Da bin ich wirklich mal gespannt. Das werde ich mal an meinem Gesicht testen, ob mein Gesicht das gut verträgt. Das wäre zumindest schön. Ja. Wobei ich sagen muss, meine Lieblingsreihe von der Ricarda M, die PCC Reihe, die ist ja auch, die ist so super, die riecht so super und die wird auf jeden Fall immer bei mir bleiben, weil da ist bis jetzt noch vom Duft her keine dran gekommen und die ist auch super. Also mein Gesicht verträgt die sehr gut und da werde ich auf jeden Fall beibehalten. Aber zu mal was Neues ausprobieren ist ja auch nicht verkehrt. Und hier diese kleine Superdose, die werde ich bestimmt mal verschenken, weil die ist so schön. Gefällt mir gut. Ja, das war aber natürlich nicht alles. Ich habe natürlich auch noch etwas Größeres mir bestellt.
Und zwar ist auch wieder super süß verpackt hier. Ist das auch wieder so eine ganze Reihe, und zwar von Bath & Body Sunny Orange Duschschaum. Und dann dazu passend natürlich auch das Peeling. Und dazu passend ein Körpersoufflé. Da bin ich echt super gespannt, weil also hier von dem Körpersoufflé habe ich noch nie was ausprobiert. Duschschaum hatte ich von Asam auch noch keinen, den ich benutzt habe. Aber ihr wisst ja, Orange ist ja meins. Ich liebe Orange, deswegen habe ich gedacht, wandert das auch mit zu mir. Und ja, irgendwie passt das jetzt farblich ganz gut zusammen mit dem Vitamin C und dem Orange. Die Sachen werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Da werdet ihr in irgendeinem meiner Aufgebraucht-Videos die Sachen wieder sehen. Oder vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein einzelnes Video zu den Asam-Produkten. Denn da teste ich mich im Moment auch gerade einfach mal durch. Und mal gucken. Das weiß ich noch nicht so genau, wie ich das mache. Ja, wie gesagt, das war mein Einkauf bei Asam. Ich freue mich darauf, die Produkte zu benutzen. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch die Produkte schon und kennt die schon und kann mir dazu was sagen. Oder vielleicht habt ihr irgendwelche anderen Lieblingsprodukte von Asam, die ich mal ausprobieren sollte. Dann könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann wären wir jetzt auch schon wieder am Ende von meinem Video. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit für euch. Einen Moment. Wie gesagt, ich habe noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar hätte ich hier, also das möchte ich halt an euch verlosen, einmal von Asam White Chocolate Körpercreme in 500 ml. Die würde ich an euch verlosen. Dann hätte ich dazu hier von Rituals, The Ritual of Happy Buddha, ein Happy Foaming Shower Gel, also ein Duschgel. Und dann habe ich noch hier von Balea eine Body Lotion Pacific Vibes, und das duftet nach Frangipani. Das war so eine Limited Edition und ich habe gedacht, so die drei Sachen hat man zumindest was zum Duschen, was zum Eincremen oder zwei Sachen zum Eincremen. Und ja, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann müsst ihr wie immer Abonnent von meinem Kanal sein. Das Abo muss für mich sichtbar sein, das ist wirklich wichtig. Und dann hinterlasst doch einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Asam. Dann weiß ich, dass ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, und ja. Alle anderen Informationen schreibe ich unten in die Infobox, und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen super schönen Tag, super schönen Abend, und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann, ciao!